Was denkst du, was erwartet euch mit den Griechen? Ist das vergleichbar mit Kroatien oder allenfalls mit einem anderen grossen Kaliber in der Gruppe mit Bosnien? Sie sind die vermeintlich stärkste Mannschaft in der Gruppe, weil sie am besten platziert sind und sind sicher ein anderes Spiel als wie Kroatien oder wie Bosnien. Also sicher nicht so spielerisch, defensiv stabil, ein ganzer Block, gefährliche Leute nach vorne. Also sie sind eigentlich eher die Mannschaft, die meistens in den Turnieren weiterkommt, weil sie einfach mannschaftlich geschlossen sind. Man hat es in den letzten Jahren gesehen, dass sie immer wieder gute Turniere gespielt haben und gut in der Qualifikationsrunde gesehen sind. Also eigentlich, meiner Meinung nach, ganz anders als die anderen Mannschaften, wahrscheinlich noch ein Happen schwerer. Ihr habt euch in den letzten Spielen einiges an Selbstvertrauen können holen. Rechnen ihr euch gegen die Griechen etwas aus? Wenn wir da anknüpfen können schon. Wir haben sicher auch im letzten Spiel auch einige Fehler gemacht, wo wir ein bisschen glücklich agiert haben, aber wir haben sagen, dass wir 90 Minuten lang auch Gefahr ausstrahlen können. Ich glaube, das hat sich jetzt geändert in den letzten Spielen. Und wenn wir das Selbstvertrauen mitnehmen können, uns nicht überrumpeln lassen bzw. Fehler machen, ich glaube, dann haben wir gegen Griechen auch die eine oder andere Möglichkeit. Und wir müssen es nicht verstecken in dieser Gruppe vor keiner Mannschaft. Gegen die Bosnien haben wir einen rabenschwarzen Tag eingefahren. Aber ich glaube, es sollte die Ausnahme gewesen sein. Und deswegen wir sind mit dieser Aufgabe gewachsen und die junge Mannschaft hat jetzt effektiv einen Schritt nach vorne gemacht. Ihr habt in der letzten Zeit, wenn ihr Goal überkommen, sind es eigentlich, was ich kann sagen, dumme Goal gewesen. Und dann habt ihr Standards kassiert gegen Griechen, ein besonderes Problem, oder? Ja klar, sie haben natürlich auch ein Hauptaugenmerk auf das, weil sie wissen, sie hinten kompakt stehen gegen die vermeintlich stärkere Gegner und durch die Standards Goal machen, das kann matchentscheidend sein. Und deswegen müssen wir da aufmerksam sind wir gegen Kroatien aus den Standards das 3-2 bekommen. Und wir vielleicht einen Punkt noch können holen. Und deswegen müssen wir es wissen, müssen wir Rache geben auf das. Und ich glaube, wenn wir uns da noch mehr konzentrieren, dann haben sie sich auch schwer. Und wenn sie sich vielleicht einiges einfallen lassen. Ja, Yves, denkst du, dass das ein ähnliches Spiel gegen Griechen wird wie gegen die Kroatien vor 2-3 Wochen? Nein, ich denke, es wird ein anderes Spiel, weil Kroatien sicher die technisch bessere Mannschaft war, vor allem offensiv auch stärker. Die Griechen sind ein physisch super Team und vor allem auch defensiv sind die eine sehr gute Mannschaft. Es wird wichtig sein, dass man hinten kein Goal kassiert, weil es schwer ist, gegen sie Goal zu schiessen. Hast du Angst, dass deine gel belasteten Kollegen die Handbremse anziehen? Ich hoffe es nicht. Also wir haben ein grosses Kader und die auf dem Platz sind, die müssen alles geben und die Handbremse lösen. Ja. Du selber bist seit kurzem nicht mehr Fußballprofi. Gehst du jetzt mit weniger Selbstvertrauen in so ein Spiel? Nein, überhaupt nicht. Ich habe jetzt bei meinem Verein habe ich immer gespielt und gut gespielt. Und also Selbstvertrauen ist immer noch da. Und die letzten Länderspiele habe ich auch eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Und Selbstvertrauen ist da. Und ich will es auf den Platz bringen. Ja, Sandro. Ich glaube, ihr habt in den letzten Partien Selbstvertrauen geholt und sagt, dass nach vorne etwas geht. Was ist der Plan diesbezüglich gegen Griechen? Ja, ich denke, dass wir wieder mit Selbstvertrauen auftreten und nach vorne spielen wollen. Und auch, dass wir viel Ballbesitz haben, so wie wir so immer trainieren. Und wir versuchen auch von hinten raus zu spielen, obwohl der Gegner Griechenland hat. Und unser Ziel ist sehr, dass wir dort punkten. Hast du das Gefühl, das Liechtensteiner Mittelfeld kann mittlerweile auf internationalem Standard mitheben? Ja, es kommt darauf an, was für eine Nation man spielt. Wenn man gegen so Weltstars spielt, dann ist es natürlich ganz schwierig für uns. Aber wir brauchen auch die Verteidiger, die Goalie und die Stürmer, dass wir im Mittelfeld gut ausschauen. Und wir versuchen als Mannschaft kompakt zu sein und dem Gegner das Leben schwer zu machen. Wir gehen aber mit Selbstvertrauen in das Spiel. Du selber hast im Moment auch eine gute Phase im Verein. Was nimmst du für dich selber mit ins Spiel? Ja, für uns ist wichtig, dass wir jetzt das Selbstvertrauen, das wir geholt haben in den letzten Spielen, dass wir das fortführen und eben jetzt mit Selbstvertrauen spielen. Das dürfen wir auch haben, jetzt Selbstvertrauen nach den guten letzten Spielen, die wir hatten. Und für mich ist jetzt wichtig, dass ich wieder 90 Minuten spielen kann. Und ich freue mich, dass ich da bin mit meinen Mannschaftskollegen und es macht mir viel Spass. Und ich hoffe, dass ich eine gute Leistung zeigen kann am Freitag.